Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Utes Ideenwelt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man seine Ferse strickt. Ihr seid jetzt so weit gekommen, ihr habt euer Bündchen schon und habt eure Ferse schon gestrickt. Also aufgeteilt, hier eine Hälfte der Maschen und hier die Hälfte der Maschen. Ja, in einer Reihe. Und jetzt sieht das im Grunde genommen so aus. Ihr hattet hier diese Reihe, die teilen wir jetzt in drei. Eins, zwei, drei die Maschen. Also habt ihr hier 10 Maschen, da 10 Maschen und da 10 Maschen. Je nachdem, wie viele Maschen ihr aufgenommen habt. Und das gibt gleich eure Ferse. So, ihr fangt dann an zu stricken. Ganz normal. Ich habe es hier abgeteilt, damit man das sehen kann, wo man nachher abnehmen muss. Strickt jetzt ganz normal. Rechte Maschen. So, jetzt habt ihr einmal durchgestrickt bis hier. Sind hier 10 Maschen. Jetzt nehme ich hier diese letzte vorletzte, also die 11. Masche, nehme ich ab. Nehme hier die 10. Masche, stricke die und nehme die 11. Masche über die gestrickte Masche drüber. So. Ja. Entsteht hier so ein kleines Loch. Macht dann nichts. Diese Maschen hier lasst ihr liegen, die strickt ihr nicht. Ihr dreht die Arbeit um und strickt bis hier. Zeige ich euch. Jetzt haben wir die dicken Nadeln genommen, damit ihr es besser sehen könnt. So. Jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt nehme ich die 11. und die 10. Masche hier. Strick die zusammen. Habt ihr gesehen? Reinstechen, zusammenstricken. Jetzt habt ihr hier nur noch 9 Maschen. Ja, und auf der anderen Seite auch. Jetzt dreht ihr die Arbeit wieder. Und strickt wieder zurück. So, nehmt diese Masche wieder, nehmt die ab, die Masche strickt ihr von diesen 10, die ihr vorher hattet, jetzt habt ihr jetzt nur noch 9, weil jetzt eben schon eine abgenommen, zieht die da drüber und fertig und dreht die Arbeit wieder. Okay, so. Diese Masche und diese. Ja, jetzt habt ihr hier 2, 4, 6, 7, 8 noch. Strickt die zusammen und dreht die Arbeit wieder. Okay. So sieht das fertige Käppchen aus. Wie ihr sehen könnt. So war es vorher. Dieses also in drei Teilen. 1, 2, 3 Teile draus machen. 1, 2, 3. Und dann, wie ich es jetzt eben gezeigt habe, abstricken. Die 10 Maschen in der Mitte bleiben immer. Ihr nehmt diese Maschen, die am Rand sind, die nehmt ihr ab, so wie ich es jetzt eben gezeigt habe. Und bitte alle Maschen immer stricken. Nicht abheben, hier am Rand eine Masche abheben, sondern alle mitstricken, damit das Käppchen hier an der Seite schön geschlossen bleibt. Und dann möchte ich sagen, habt ihr Neugeborene und sagt, ich möchte gern Mützchen haben für ein neugeborenes Kind, kriegt man so schlecht zu kaufen, sind entweder zu groß oder so. So wie dieses Käppchen ist, könnt ihr auch ein neugeborenes Mützchen aus leichtem Baumwollgarn stricken. Ja, zieht dann einfach nur noch ein Bändchen durch und schon habt ihr ein neugeborenes Mützchen. Ja, super schön ist. So, das wäre dann diese Mütze für ein neugeborenes Kind. Ja, Maschen abnehmen, vielleicht hier noch eine kleine Spitze drumherum häkeln. Super toll. Wenn ihr das hinbekommen habt, seid ihr schon perfekt im Sockenstricken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eure Ute.